Werte Kollegen, wir halten den 39. Datenschutztätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg für das Jahr 2023 sowie den 4. Informationsfreiheitstätigkeitsbericht für die Jahre 2022 und 2023 in Händen. Auf über 120 Seiten wird umfassend und informativ auf die unterschiedlichsten Gesichtspunkte im Zusammenhang mit der Datenschutzgrundverordnung sowie dem Datenschutz eingegangen. Vielen Dank. Die behandelten Themenbereiche umfassen als Rahmen das Gesetz über digitale Dienste, das Gesetz über digitale Märkte und führen fort über Koordination beim Datenschutz auf europäischer Ebene und beleuchten zukunftsweisend die Problematik KI und Datenschutz. Besonders hilfreich sind die vielfältigen Hinweise und ausführlichen Erläuterungen zur Rechtslage und den aktuell hierzu ergangenen Urteilen, wofür wir uns ausdrücklich bedanken. Allerdings zeigt das Beispiel auf Seite 26 folgende über KI-gestützte Anwendungen in der medizinischen Behandlung, wie komplex dieses Thema ist. Hier müssen wir als Gesetzgeber darauf achten, dass der Datenschutz nicht neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und der Entwicklung der entsprechenden Behandlungsmethoden durch zu hohe bürokratische Hemmnisse entgegensteht und gar kontraproduktiv wirkt. Erfreulicherweise wird auch den unrühmlichen rechtlichen Verstößen des Innenministers und stellvertretenden Ministerpräsidenten Thomas Strobel auf Seite 45 folgende und seinem Datenschutzverstoß Raum eingeräumt. Hier können wir jetzt feststellen, dass der Bericht unsere damalige Auffassung, dass ein Datenschutzverstoß durch den Innenminister vorlag, voll bestätigt. Kritisch anzumerken ist allerdings das Wachstum der Behörde. 2019 hatten wir 46 Beamtenplanstellen, 2023/24 sind es bereits 61. Und auch in materieller Hinsicht haben wir rasant steigende Kosten, die weit über Inflationsrate oder den Produktivitätssteigerungsraten in der Wirtschaft liegen. Hier muss sich die weitere Entwicklung am Machbaren und nicht am Wünschenswerten orientieren. Auch bei dieser Behörde ist nicht nur angesichts der angespannten Finanzlage Sparsamkeit oberstes Gebot. Insofern erkennen wir die geleistete fachliche Arbeit ausdrücklich an und danken hier insbesondere den Mitarbeitern. Wir empfehlen die Lektüre der Berichte. Und diese Empfehlung würden wir aber viel leichteren Herzens geben, Herr Professor, wenn wir nicht zum wiederholten Male die Lesbarkeit und Verständlichkeit des Berichtes kritisieren müssten. Sowohl vor einem Jahr hier im Plenum als auch kürzlich bei der Sitzung des Ständigen Ausschusses habe ich für meine Fraktion das massive Gendern und sogar die Verwendung von fiktiven Begriffen im Bericht kritisiert. Sehr geehrter Herr Professor Keber, Ihre sinngemäße Aussage, Sie seien eine unabhängige Behörde, trifft natürlich zu, aber Sie können dann trotzdem nicht tun, was Sie wollen. Diese Auffassung wäre unzutreffend und falsch, denn niemand in Deutschland oder Baden-Württemberg kann machen, was er will. Jeder muss sich an Gesetze, Regeln und Normen halten, erst recht, wenn es um den Einsatz von Steuergeldern geht. Und dies gilt ganz besonders für Behörden, denn diese sollen objektiv und überparteilich handeln und darüber hinaus kommt ihnen auch eine Vorbildfunktion zu. Und diesen Erfordernissen wird der Bericht leider in Teilen nicht gerecht, wenn allein im Datenschutzbericht 124 Wörter einfach unterbrochen werden. Es werden Unterstriche mitten in Wörter eingeführt, was weder der Duden noch unsere deutsche Grammatik erlauben. Unparteilich ist es dann auch nicht mehr, wenn aus ideologischen Gründen der Bericht in dieser Form abgefasst wird. Außerdem besteht die Gefahr der Irreführung. Der unbefangene Leser könnte schlussfolgern, es ist ja der Bericht einer Behörde, dass dies eben die Amtssprache ist. Nein, sie ist es nicht und über 85% der Bevölkerung lehnen Gender als Sprache ab, die dem mündigen Bürger von oben aufgezwungen werden soll. Und wir lehnen das auch ab.
Wenn man sich überlegt, man hätte in der Schule einen Bericht abgegeben, der 124 so gravierende Fehler aufweist, dann würde jeder Deutschlehrer dem Schüler für einen solchen Bericht in Rechtschreibung die Note 6 geben. Und was Sprache und Begrifflichkeiten angeht, können Sie den Begriff auch nicht auf Latein auffassen. Es wäre zwar hochinteressant, aber auch das wäre unzulässig. Dann werden sogar Wörter kreiert, die es in der deutschen Sprache schlicht und ergreifend nicht gibt. Beispiel Entnutzende. Gibt man das Wort im Duden ein, erhält man, dieses Wort existiert laut Duden nicht, aber es findet sich in einem offiziellen mit Steuergeldern finanzierten Bericht einer Behörde. Das ist bedenklich. Ich weise jetzt auch mal auf die Sach- und Rechtslage hin. In § 184 Satz 1 des Gerichtsverfassungsgesetzes heißt es, die Gerichtssprache ist Deutsch. Zitat Ende. Professor Jan von Hein stellt hierzu fest, diese Vorschrift dient einem sprachlich reibungslosen Prozessablauf und der Wahrung des rechtlichen Gehörs. Seiner Meinung nach ist dies nur dann gewährleistet, wenn sich die Gerichte am allgemeinen Sprachgebrauch orientieren. Und was für unsere freien, unabhängigen Gerichte gilt, gilt selbstverständlich auch für Behörden, denn die stehen ja nicht im rechtsfreien Raum. Er und auch andere verweisen dann darauf, dass die, Zitat, Empfehlung des Rates für deutsche Rechtschreibung den tatsächlichen Sprachgebrauch am besten abbilden. Der Rat für deutsche Rechtschreibung vertritt die Auffassung, dass die Verwendung von Satzzeichen oder typografischen Zeichen innerhalb von Wörtern, also genau das, was Sie in Ihrem Bericht gemacht haben, die Verständlichkeit, Vorlesbarkeit sowie vielfach auch die Eindeutigkeit und Rechtssicherheit von Begriffen und Texten beeinträchtigt. Ebenso stellt das Verwaltungsverfahrensgesetz in § 23 fest, Amtssprache. Die Amtssprache ist Deutsch und Gender ist nicht Deutsch. Deshalb lehnt die AfD Gender als eine ideologische, von oben verordnete Regelung ab, die mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vereinbar ist. Und auf diesen Zwischenruf gehe ich gerne ein. Gender ist eine Ideologie. Und wenn Sie groß überall rufen, jetzt sei der Moment aufzustehen und sich zu wehren, dann ist der Moment gekommen, wenn mit Steuergeldern finanzierte Berichte für ideologische Inhalte als Transportmittel verwendet werden. Das machen wir nicht mit, meine Damen und Herren. Und ich sage Ihnen noch was. Professor Papi hat ein Rechtsgutachten dazu verfasst. Ich zitiere, gerade in der Rechts- und insbesondere Gesetzessprache haben Begriffe eine Ordnungsfunktion, die durch möglichst knappe und dennoch präzise Formulierungen die davon betroffenen Einzelfälle bestmöglich zu adressieren vermögen. Die von Rechtsanwälten, Richtern und in der Lehre verwendete Sprache muss also Anforderungen wie Verständlichkeit, Eindeutigkeit und Präzision genügen. Missverständnisse sollen ausgeschlossen werden. Die knappe, aber dennoch präzise Formulierung ist das Ziel. Und dieses Ziel verfehlt Gender völlig. Und wer das nicht versteht, der tut mir leid. Aber dem kann ich nur sagen, dann mach halt mal wieder einen Deutschkurs. Dann lernst du vielleicht, wie die deutsche Grammatik ist, meine Damen und Herren. Und was Ihnen ganz besonders, nämlich den ganzen Gender-Fanatikern, besonders bei den Grünen, das generische Maskulinum angetan hat, so behaupten Sie einfach, es sei diskriminierend. Zu diesem Vorwurf stellt Professor Papi in seinem Gutachten auch fest. Zunächst ist zu konstatieren, dass bislang der generische, sexusunspezifische Gebrauch von Begriffen in der Rechts- und Amtssprache häufig den Regelfall darstellt. Und eins ist klar, Sie schreien jetzt alle auf, weil Sie in der Vergangenheit sehr erfolgreich politisch damit waren, die Menschen zu indoktrinieren und den Menschen falsche Vorstellungen zu geben und die Menschen... Wissen Sie was? Ich habe auch die neueste Umfrage gelesen. Sie haben keine 30% mehr, Sie haben keine 25, keine 20. Sie sind kurz vor dem Ende. Das ist die Wahrheit. Und ich sage Ihnen eins zum Schluss. Das Wort hat der Abgeordnete Klos. Ab
abschließend darf ich noch auf den Kabinettsbeschluss Ihrer Landesregierung verweisen. Ich zitiere den Ministerpräsidenten. Das Kabinett hat mit einem Beschluss klargestellt, dass die Landesverwaltung im förmlichen Schriftverkehr das amtliche Regelwerk der deutschen Rechtschreibung und die Empfehlung des Rates für deutsche Rechtschreibung einhält, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Stuttgart. Wir wollen nicht hoffen, dass hier irgendjemand der Meinung ist, dass die Behörde über der Regierung oder dem Ministerpräsidenten steht. Bitte kommen Sie zum Schluss. Dankeschön.